Ich möchte jetzt den ersten Redner begrüßen, unseren OB hier aus Kassel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich auf der Rathaustreppe und ich sage, jeder hat das Wetter, das er verdient. Zweitens, ich war nicht 8 Jahre, sondern bin 25 Jahre hier. Das gehört sich auch für den Oberbürgermeister so. Und ich bitte Sie, ich bitte euch um ein kleines Nachsehen. Sie haben Ihre Kundgebung auf einen Montag um 16 Uhr terminiert. Der Tag dahinter, die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel ab 16 Uhr. Besonders wichtige Dinge zu beschließen. Erstens geht es heute um die Wiederwahl der Jugendreferentin von Allianz. Und zweitens diskutieren wir auch um die Frage, wie geht es mit den Kommunalfinanzen mit Blick auf das Land Hessen weiter. Und deswegen bitte ich um Verständnis, wenn ich nicht allzu lange hier sein kann, sondern morgen in den Stadtverordneten-Sitzungsfall zurückkehre, gehört der Oberbürgermeister gelegentlich auch hin. Märchenversammlung! Das würde ich nicht sagen, das ist das oberste Organ der Stadt, die entscheiden wichtige Fragen und sehr ein bisschen zurückhalten, die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel als Märchenversammlung zu apostrophieren. Ich glaube, das ist nicht in Ordnung, man tut Ihnen Unrecht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie, ihr seid hierher gekommen, um auf die Bedeutung der jungen Kultur in der Stadt aufmerksam zu machen und einige Forderungen zu formulieren, die in der Resolution, die ich natürlich aufmerksam gelesen habe, zu Papier gebracht worden sind. Ich will dazu einige Sätze sagen und nachher einen Vorschlag machen. Erstens, die Stadt Kassel, der Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung weiß um die Bedeutung der Kultur in und für unsere Stadt und sie weiß auch um die Bedeutung junger Kultur in und für unsere Stadt und sie fördert sie auch nach Kräften. Deswegen sind eine ganze Reihe derer, die aufgerufen haben, heute hier dabei zu sein, seit vielen Jahren in guter Zusammenarbeit mit der Stadt und werden auch deutlich gefördert. Ich sage das mit Blick auf den Kulturbahnhof, ich sage das mit Blick auf die Karikatur, ich sage das mit Blick auf den Schlachthof und auch auf den Kasseler Jugendring. Klar, man könnte noch deutlich mehr machen, aber ich bitte unsere Debatte nicht zu führen als ein Gegeneinander zwischen junger Kultur und dem, was Sie als traditionell halten. Ich glaube, ein Gegeneinander ausspielen der unterschiedlichen kulturellen Sparten in Kassel wird uns insgesamt nicht weiterbringen. Über die weitergehenden Forderungen, meine sehr geehrten Damen und Herren, in Ihrer Resolution will ich gerne, wie der Magistrat, gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. An dieser Stelle nur so viel. Das war der Ausgangspunkt. Ich habe mir vor ein paar Monaten das Areal mit ARM angeschaut und der Stadtbauart. Und ich bin uns einig, wir werden dort einen Bebauungsplan auf Kiel legen, der dafür sorgt, dass das, was dort besteht, im Umfeld des Kulturbahnhofes, eine Heimat behält. Was ich jetzt sage, stößt vielleicht nicht auf diesen großen Applaus. Es kann uns als Stadt nicht darum gehen, einzelne Betreiber zu unterstützen, sondern eine Struktur, die sicherstellt, dass junge Leute, die dort in großer Zahl ein attraktives Angebot haben, auch ein weiteres Angebot behalten können. Darum geht es uns mit den Mitteln des Bauplanungsrechts nicht darum, einzelne Betreiber, unabhängig davon, wie gut sie ihre Aufgaben wahrnehmen, zu unterstützen. Zweitens, wir werden dies auch als Grundlage nehmen, um finanzielle Mittel aus der Europäischen Gemeinschaft und dem Land Hessen in dieses Areal zu lenken, denn dort stehen Mittel gerade im Bereich der Wirtschaft und für kleinere Unternehmen zur Verfügung. Und als
Also, sehr geehrte Damen und Herren, sind wir bereits seit einiger Zeit dabei, ein Konzept Förderung der Kulturwirtschaft in Kassel zu erarbeiten, um die Grundlagen für die Entwicklung von Förderstrukturen zu erarbeiten. Denn wir wissen zweierlei. Erstens, Kultur ist nicht nur etwas Schönes, etwas Aufbauendes. Kultur ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Und durch und mit Kultur werden beträchtliche Werte geschaffen, Löhne generiert und die Wirtschaft unterstützt. Und der zweite Punkt, eine Stadt, in der Kunst und Kultur, in der auch junge Kultur einen breiten Platz hat, ist auch attraktiv für junge Menschen, die hier herziehen und hier bleiben wollen, auch als Kräfte in unserem Unternehmen und als Führungskräfte. Das ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Sie fordern, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen institutionellen Ansprechpartner für Ihre Fragen. Und ich sage Ihnen hier an dieser Stelle, in unserem Kulturamt gibt es eine Abteilung für Kulturberatung und Förderung und die steht Ihnen bereits jetzt als Ansprechpartner zur Verfügung mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Erarbeitung von Konzepten und bei dem Ausfüllen und Bearbeiten von Anträgen. Das gibt es bereits jetzt. Ich kann Sie nur bitten und auffordern, nehmen Sie von diesem Angebot Gebrauch. Und einige wichtige Punkte habe ich damit angesprochen. Ich würde es begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir über diese Punkte und Ihre Fragestellungen und Forderungen weiterführende Ideen im Gespräch bleiben und das Gespräch fortsetzen. Wir sollten uns, und das ist dann ein Stück Organisation derer, die für Sie sprechen, uns bald zusammensetzen. Mein Angebot für ein Gespräch steht an dieser Stelle. Vielen Dank und noch zwei schöne Stunden. Eine herzliche Bitte. Seien Sie nicht ganz so laut, ich hoffe, Sie verstehen mich auch.